Ach, jetzt. Einstellung nochmal gespeichert. Hat das übernommen? Jetzt. Hallo? Marty! Bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab dich geschüttelt, bevor ich gegangen bin, aber du warst quasi im Koma. Wie lange hattest du schon nicht mehr geschlafen? Bevor ich bewusstlos geworden bin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dich im Labor gelassen, damit du eine wichtige Mission erfüllst. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja, ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt! Was? Edna ist da. Aber... Okay, Emmett. Statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Hey Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Also, was ist mit den Zeitleitungen? Immer noch defekt. Ich habe ein paar Ideen, aber heute habe ich andere Probleme. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, Sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung. Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Oh, Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Ich bin gerade über mein Handykabel rübergerollt, was mit dem PC verbunden ist. Das ist ziemlich scheiße. Sie können Emmett nicht wieder mit Edna zusammenbringen. Dank Ihnen hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Dank meiner Wissenschaft hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Aber wenn ich kein Wissenschaftler werde, wird sie diese krankhaften Ambitionen gar nicht erst an den Tag legen. Ich bitte Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht.
Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein! Was zum Geier? Wo ist der hin? Oh, bitte. Komm her, du kleines statisches Dings. Ich komme nicht dran. Chaos bei Scheidung der Browns. Ehefrau schießt auf Noch-Ehemann den berühmten Industriellen Emmett Brown. Ich glaub's nicht. Er heiratet sie trotzdem noch. Ist er hochkrabbeln oder was? Oh mein Gott, er macht's tatsächlich. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Nein. Hab dich! There's a shiny new tomorrow on the way. A day of invention is at hand. It's a mystic, futuristic wonderland. Just around the bend, my friend, you'll see a dream or two. If you care to dream and dare to dream, your dreams can all come true. There's a world of wondrous wonder on display. Because the future is coming today. Nicht schlecht, was? Nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg. Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Hä? Oh, ja, das stimmt. Die Erleuchtung erwacht. Entschuldigen Sie, Mr. Duto, Jacques Duto, zu Ihren Diensten. Könnte ich diese Tauchkugel ausprobieren? Certainement, wenn Sie eine Eintrittskarte haben. Jacques Duto, berühmter Taucher. Also sind Sie eine Art Berühmtheit? Ich will nicht angeben, aber ja, ich habe eine kleine Anhängerschaft. Dann fragen die Leute Sie sicher ständig nach Autogrammen. Und wollen Geschichten von ihren Abenteuern hören und so. Manchmal wird es zu viel. Dann ziehe ich mich in die Tiefe zurück. Die Fische sind weniger anstrengend. Man sieht sich. Kommst du das so haben? Hm? Ich red mit mir selbst. Klingt das merkwürdig. Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Es ist kacke. Ich bin gerade bei der Expo. Mhm. Mir fehlen Eintrittskarten für jeden Scheiß. Und das ist eine Uhr? Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Die ich nicht lesen kann. Und da ist er schon, wie aufs Stichwort. Zweifellos will er es Ihnen ausreden, Detective. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Hallo, Crockett.
Was ist hier los? Naja, Miss Strickland scheint zu glauben... Tritt beiseite und lass den Officer seine Pflicht erfüllen. Los! Moment mal, das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der elektrokinetische Levitator war Emmets Idee. Ich habe nur geholfen. Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Sonny Crockett wirklich ist und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Sonny? Warum nennen sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakob Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jako, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler. Komm mal her. Hm? Was? Ich habe ein Spielzeug. Komm mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber die Leute in der Stadt glauben, ihr seid dieser Sache mit Kitten. Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Doch, er hängt wieder. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und... Naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus dem... Kann ich denn gar nichts tun? Nicht, solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmett finden. Und irgendwas wegen Edna unternehmen. Komm schon, Emmett, wo bist du? Ich gehe da mal auf, ne? Gute Nacht. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schallig. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen... Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Nur eingehende Anrufe? Hi, Trixie. Wird ich immer noch... Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Ja, sein Onkel oder so? Oder so. Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt's ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Für wann ist Emmets Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. 8 Kilobit nach 50.
Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Artie hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Verdammt. Komm schon, Trixie. Ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Danke. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennants Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? Bleiben Sie unauffällig, er kommt zurück! Der Elektrofernbetäuber. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. Der wunderbare Inebriomat. Wie mir die Laborjungs erklärt haben, können wir eines Tages sagen, ob jemand getrunken hat, wenn er nur in so eine Maschine bläst. Versuch es! Das glaube ich nicht. Danny, kann ich kurz mit Edna... Worum geht es hier? Warum bist du noch nicht aus Emmets Leben verschwunden? Ich dachte, du hast ihn verlassen. Habe ich. Aber dann hat dein Freund Mr. Sagan mir alles über deinen Plan, unsere Romanze zu zerstören, erzählt. Das war nicht so nett, Genosse Smirnoff. Sag mir, warum hast du Emmets Erfindung verbieten lassen, ha? Huh? Ich hatte keine Wahl. Mr. Sagan hat mir einmal von deinen Versuchen berichtet, meinen armen Emmett zu radikalisieren. Und ich wusste, dass ich ihn davon abhalten musste, deine gefährliche Erfindung zu demonstrieren. Aber es ist seine Erfindung. Und sie ist nicht gefährlich. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber auch nur für ihn. Das entscheidet die Polizei. Gibt's eine Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser... Apparat da unter Verschluss. Du glaubst doch nicht, dass Emmett dich noch zurück will, nachdem du sein Herz gebrochen und versucht hast, deine Demonstration auf der Expo zu verhindern, oder? Anfangs nicht, nein. Aber irgendwann wird er erkennen, dass ich nur in seinem Interesse handle. Und er kommt zu mir zurückgerannt. Wie einer dieser Hunde, die er so gern mag. Aber du hast Hunde. Ja, das ist Ironie, oder? Was hast du mit Emmett gemacht, Edna? Wovon sprichst du? Du bist doch der, der sein Leben ruinieren will. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der, der es retten will. Wovor? Vor dir vor allem. Und du weißt wirklich nicht, wo Emmett ist? Kein Schimmer. Wenn er klug ist, ist er schnell vor diesen gefährlichen Spielereien weggerannt, die er auf dein Drängen hin heute ausstellen wollte. Spielereien? Schon gehört? Trixie Trotter hat ihren alten Job zurück. Oh, ich weiß. Ich wollte das mit Arthur McFly besprechen, aber er will sich nicht erklären. Anscheinend hat er eine Gesetzeslücke gefunden, die erlaubt, dass diese Kanadierin ihre Stelle zurückbekommt.
Die Gesellschaft für Schicklichkeit und Anstand wird davon erfahren. Keine Sorge. Warum folgt Parker dir so willig? Der gute Detective weiß, dass er seinen raschen Aufstieg nur meiner Fürsprache verdankt. Oh. Er weiß auch, dass ich ganz schnell einen Artikel über seine Tage der Trunkenheit, Sünde und Manipulation von Beweismitteln schreiben könnte. Du erpresst ihn? Reporter erpressen nicht, Mr. Smirnoff. Wir kümmern uns um das öffentliche Wohl. Das ist Hast du Mr. Shagan hier irgendwo gesehen? Nein, und wenn, würde ich es dir nicht sagen. Er ist ganz schön verängstigt wegen deiner anarchistischen Tendenzen. Ich kenne dein finsteres Geheimnis. Geheimnis? Welches Geheimnis? Vorzugeben, dass du Kit Tennen in den Knast bringen willst, während du die ganze Zeit für ihn gearbeitet hast. Oh, wie absurd. Ich kenne diese Wohlfahrtsverbände. Die waren reine Fassade, damit du dich in die Waisenhäuser hereinschmuggeln konntest. Um ihre Sparschweine zu klauen? Genau. Ich kenne... Du bist skrupellos, manipulativ und machthungrig. Das ist mein finsteres Geheimnis. Ich betrachte es als Charakterstärke. Ich kenne... Du weißt schon, worüber du gestern mit Carl Sagan getuschelt hast. Du hast es gehört? Aber sicher. Und du hast beim Entsorgen der Leiche echt Mist gebaut. Du hast gar nichts gehört. Worüber ich mit Carl Sagan... Okay. Bleib weg von... Die Zeitung, da war doch irgendwas. Chaos bei Scheidung der Browns. Ehefrau schießt auf noch Ehemann den berühmten Industriellen Emmett Brown. Also, wo waren wir? Ich weiß jetzt, dass sie ihn umbringen wird. Noch Ehefrau, das heißt, da waren sie schon verheiratet. Für Zutritt, Eintritt. Ob er mir helfen kann. Hey, Artie. Was meinst du? Ganz schön was los, oder? Auf der Expo? Klar. Aber ich habe mich gefragt... Hast du Emmett gesehen? Er ist nicht in seinem Stand. Komisch. Er hat die Halle nicht verlassen. Ich hätte ihn sonst gesehen. Er muss hier irgendwo sein. Okay. Kannst du Emmets Demonstration irgendwie verschieben? Es gab einige Störungen in letzter Minute. Emmett hat sein Glück schon auf die Probe gestellt, indem er den mentalen Affinitätsmesser, den er eigentlich zeigen sollte, gegen dieses elektrokinetische Dings getauscht hat. Ich kann seinen Platz auf der Liste nicht ändern. Die Jury würde denken, ich wolle ihn begünstigen. Kannst du das Zeitfenster von Emmett wirklich nicht nach hinten verschieben? Ich könnte es ganz streichen. Wie fändest du das? Was? Ich habe mich gerade an das erste Mal erinnert, als du nicht mit mir in den Zoo gehen wolltest. Nichts. Edna Strickland hat Officer Parker dazu gebracht, Emmett Stand zu schließen. Was? Warum? Sie behauptet, seine Erfindung sei gefährlich. Ist sie das? Darum geht es nicht. Kannst du nicht irgendwas tun, damit der Stand von Emmett wieder geöffnet wird? Ich befürchte nicht. Dies mag vielleicht das wundervolle Land der Zukunft sein, aber es unterliegt noch immer der Zuständigkeit der Polizei von... Vielleicht solltest du mit Officer Parker sprechen. Oh, er sagt, mit dem habe ich gesprochen. Und das hat sie. Hey, mir kannst du es sagen. Wie hast du Trixie ihren Job wieder beschaffen ist? Wenn... Kannst du nicht irgendwas tun, damit der Stand von Emmett wieder geöffnet wird? Ich befürchte nicht. Dies mag vielleicht das wundervolle Land der Zukunft unterliegt noch immer der Zuständigkeit der Polizei von... Ja,
Man sieht sich. Dass die Texte immer abgehackt sind, das ist echt mehr als merkwürdig. Noch ein Stück Algenkuchen? Sicher, Mister. Moment mal. Sie stellen diese Algenkuchen her? Aber ich dachte, Sie hassen... Hey, du bist der Kerl, der sich an meine Yunis rangemacht hat! Ach, um Himmels... Kein Algenkuchen für dich, Freundchen! Hab ich noch Algenkuchen? Nee. Die Erleuchtung erwartet Sie auf dem Meeresgrund. Sieht aus wie die Steuerung, mit der man das Dingsbums hebt und senkt. Sieht aus wie die... Da ist doch bestimmt Emmet drin, was? Das ist irgendeine Art Tiefseetauchding. Wenn ich rausgegangen ist, wäre das der einzige Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dass da... Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Du brauchst eine Eintrittskarte, Junge. Ja, ich brauche eine Eintrittskarte, aber wo kriege ich die her? Mr. Duteau? Oui? Ich suche einen Freund von mir, Emmett Brown. Großer junger Mann, rotbraunes Haar. Abwesender Blick? Das ist er. Wissen Sie, wo er ist? Er ist gerade mit einem älteren Gentleman vorbeigekommen. Ich glaube, Sie sind ins Glashaus gegangen. Super, danke. Komm da raus! Hör nicht auf ihn! Perfekt. Oh ja, Eintrittskarte. Okay, ich brauche unbedingt eine Eintrittskarte. Aber jetzt weiß ich es offiziell. Emmett ist im Glashaus. Mit Carl Sagan. Dann hast du ihn gefunden. Gut. Nicht gut. Wegen Carl Sagan verpasst er noch seine Demo. Wer bist du? Seine Mutter? Ich bin mir sicher, er kann auf sich... Du verstehst... Oder was? Vielleicht ist sie ihm einfach nicht... Aber das ist... Du verstehst nicht. Vielleicht... Man sieht sich... Das glaube ich nicht. Der hilft mir nicht, da kriege ich keine Karte. Vielleicht von Trixie. Hi Trixie. Also, was kann ich für dich tun? Tja. Die beliebtesten Ausstellungen. Meeresgrund. Natürlich. Trixie, ich habe Emmett gefunden. Oh, gut. Wir müssen ihn. Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Okay. Danke. Das war wirklich nett. Das kleine blonde Busenwunder. Hau gleich 2-3 rein, kein Problem.